haben wir den Simmering reingedrückt, bis die Presse am Anschlag war, also bis er sich nicht mehr bewegt hat und jetzt dreht sich das Lager aber nicht mehr. Ist die platzsparendste, leichteste Variante aus meiner Sicht, um brauchbares Trinkwasser herzustellen. Normalerweise gibt es da von Mercedes eine Messuhr. Ich werde das jetzt einfach nach Gefühl machen mit meiner jahrelangen Erfahrung. Ja, Freunde, seid gegrüßt zu dem neuen Video. Ja, ihr kennt ja immer noch das Problem mit den Radlagern und der Bremsflüssigkeit. Es ist gar nicht so einfach. Ich habe immer wieder Kontakte und dann sagen die, ja, mal probieren mal, wir gucken mal. Und es zieht sich alles und dann haben die Leute dann doch nicht so richtig Zeit. Und das liegt auch natürlich mit an mir, weil das alles kurzfristig ist. Ich bin ungeduldig, also ich will da jetzt niemanden Vorwurf machen. Es ist aber definitiv schwer, jemanden zu finden, wo das Auto auch in die Garage reinpasst, der das mit mir kurzfristig machen könnte. Ja, jetzt habe ich die Radlager da. So sehen die hier aus. Das sind zwei Stück. Und das ist alles gar nicht so einfach, ne? Du hast hier mehrere Teile, die gepresst, geklopft in den Achsschenkel bzw. in die Radnarbe müssen. Und ja, ich glaube, ich werde einfach mal jetzt die Radnarbe ausbauen, die alten Lager da irgendwie raushämmern und dann damit irgendwo zu irgendjemanden hinfahren und gucken, dass der mir das einpressen kann. Das linke ist, wie gesagt, noch absolut in Ordnung. Das werde ich jetzt erstmal nicht austauschen. Aber das rechte ist wirklich akut so, ne? Das andere nehme ich mir als Ersatzteil einfach mit für unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass das links noch locker flockig die Weltreise überlebt. Die hinten laufen ja in einem Ölbad quasi mit. Also vom Hinterachsdifferenzial, das Öl läuft ja in die Achse rein und dann sind die mit dem Ölbad. Den Zustand, der lässt sich schwer prüfen, weil da ja immer noch die Welle mit dranhängt. Man kann das nicht so schön leicht und frei drehen. Wenn die Räder drauf sind zum Beispiel oder die Bremsscheiben drauf sind, merkst du gar nichts bei dem Radlager. So, ne? Also man muss schon wirklich an der Narbe drehen und horchen und wackeln und dann merkt man das. Spiel haben die alle nicht, ne? Auch das vorne rechts nicht. Aber man hört es halt auch bei der Fahrt, ne? Auch wenn man Schlängelbewegungen fährt, es entlastet sich, es wird lauter, leiser, je nachdem, ob man rechts oder links fährt. Tja, und irgendwie habe ich auch Bock drauf, das auszubauen und mir selber anzugucken und dann, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber wenn man es dann einmal angefangen hat, dann findet sich meistens irgendwie eine Lösung, wie ich dann das andere Zeug da reingekloppt kriege. Die Reihenfolge muss halt stimmen und das kann ich mir ja ganz genau angucken am Ist-Zustand sozusagen halt, ne? Das ist krass, wenn man das schon mal gemacht hat. Ne? Ich habe jetzt keine Viertelstunde gebraucht, um das Rad runterzunehmen und alles abzubauen. Ne? So, und hier hört man jetzt nochmal das Problem. Spiel hat es absolut keins, aber man hört es. Die andere Seite, da hörst du nichts beim Drehen. So, jetzt wird es spannend. Hier war ich noch nie. Jetzt nehmen wir mal den Lagerdeckel hier runter. Eieiei, der ist ganz schön fest. Aber hier hat doch schon mal jemand rumgepult. Der ist schon hier abgebrochen, der Lagerdeckel stellenweise. Ah, guck, da kommt er. Gibt bestimmt auch einen speziellen Abzieher, aber mein Gott, kannst ja nicht für alles Spezialwerkzeug haben, da wirst du ja dumm. So, dahinter müssen sich jetzt. Oh, guck mal, hier ist aber auch richtig viel Fett noch drin, ne? Da hat schon mal jemand nachgefettet. Da haben wir jetzt eine große Schraube, die muss runter. Keine Ahnung, ob ich dafür die entsprechenden Werkzeuge habe. Brauchst du gar keinen speziellen Schlüssel, hier ist eine so eine Sicherungsschraube und die ist so locker drauf, die ist bloß mit Handfest, würde ich sagen, angezogen. Da müsste man eigentlich schon die Narbe abkriegen. Krass, und da löste sich schon hier, ne? Guck mal, das ging ja flott. So, ich filme das jetzt auch mal für mich, dass ich hier, mal gucken, was ich davon reinschneide, dass ich dann auch wieder weiß, wie es zusammenkommt halt, ne? So, wir haben jetzt hier ganz außen, haben wir das erste Kegellager. Oh, das klingt aber, uiuiui, das ist aber, das dreht sich überhaupt nicht mehr hier. Und hier so die Platte, die das dann drauf drückt und arretiert. Das sieht aber auch wirklich nicht mehr so gut aus. Ich meine, das könnte ich jetzt relativ einfach tauschen, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber die haben richtig Spiel, die Rollen, Alter, wow. Guck mal, was die für Spiel haben, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Die haben richtig heftig Spiel, die Rollen. Guckt euch das mal an. Da brauchst du dich nicht wundern, dass das so klingt, wie es klingt. Aber na gut, wenn ich jetzt hier das Neue sehe, das hat auch Spiel. Das hat auch Spiel. Das muss so sein. So, das ist nämlich jetzt auch das Problem. Ne? Hier sieht man das, das ist das neue Lager. So, und das könnte man jetzt einfach da reinstecken, aber man muss ja den Lagerdeckel auch mit, diese Lagerschale mit austauschen, damit das hier wieder richtig schön sauber läuft. Und das ist jetzt hier halt alles eingepresst und eingeklopft. Und dann, das ist ja nur das vordere Lager, du hast ja hier hinten noch ein Lager und da ist das gleiche Spiel. Da ist alles eingeklopft und eingepresst. Da muss halt jemanden finden, der sich damit auskennt, das hier ist der Simmering, der dir das dann tauscht, ne?
Nachfetten bringt auf jeden Fall nichts. Das hat ja schon mal jemand probiert. Hier ist Fett drin ohne Ende. So, und hier hinten haben wir jetzt das innere Lager. Und das, wenn man hier dreht, ich habe das ein bisschen sauber gemacht, das läuft schon sehr, sehr rau. Und das hat auch richtig viel Spiel. Ich glaube, das ist das Problem hier. Hier ist das Äquivalent Neue. Das ist jetzt aber auch nicht, es hat aber auch ziemlich viel Spiel. Also wahrscheinlich sieht man das gar nicht, wenn so Geräusche entstehen. Also das läuft halt nicht rau, hat aber auch Spiel. Tja, und jetzt geht's ans Rumtelefonieren, dass jemanden findet, der das Werkzeug hat. Und ja, mir hilft da, diese neuen Radlager und die Radnarbe einzupressen. Weil ganz ehrlich, da fange ich nicht mit einem Schraubendreher, mit einem Hammer an dran rumzunageln. Wenn ich die Lagerschalen schief reinkloppe oder verbiege, die sind ja relativ dünn, ja, da hast du verloren. Du brauchst ja schon den richtigen Stempel, der da genau reinpasst, dass man das auch ordentlich machen kann. Sonst kannst du es gleich lassen, da kannst du die alten gleich wieder einbauen, weißt du? Aber egal, jetzt bin ich erstmal so weit. Also der Ausbau wirklich easy peasy von der Narbe, ne? Das dauert keine halbe Stunde, dann bist du an dem Zustand hier. Aber an der Narbe scheitert es dann halt. Schade, dass man die nicht komplett kriegt. So, was ist denn das für ein Scheiß mit den einzelnen Radlagern? Das Stück Metall kostet auch nicht so viel, weißt du? Wäre doch genial, wenn man da einfach eine komplette Narbe kriegt. Die steckst du nur drauf, erledigt. Haben sich zwar auch ein paar bei YouTube gemeldet, aber die meisten, die mir jetzt sofort helfen könnten, waren halt relativ weit weg. So, also ich habe mir jetzt, man braucht so Druckplatten. Das kann man auch mit dem Hammer machen, wenn man vorsichtig ist, ne? Und ich habe mir das jetzt alles bestellt. Ich mache das einfach wieder mal alles selbst so, ne? Es ist gar nicht mal so schlecht. Man lernt viel, es macht auch Spaß, muss man auch sagen. Man muss halt vorsichtig sein, man will ja keine Scheiße bauen, ne? So, die erste Aufgabe ist jetzt also erstmal, dass ich den alten Quatsch da irgendwie rauskriege. Aber ich glaube, so ein Sprint-Austreiber-Set. Wir müssen jetzt irgendwie die Lagerschale hier rausgekloppt kriegen. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, die mit dem Dremel ganz vorsichtig anzuschneiden, so, ohne dann die Radnarbe an sich zu verletzen, dass man das dann quasi ja, dann einfacher rausbekommt, ne? Das neue Einschlagen ist weniger problematisch, als das alte rauszukriegen. Guck an! Ja, das ist doch gar nicht so übel. So, wir sind bei Thomas in der Werkstatt und der hat bestimmt irgendwelche etwas überdimensionierten Klopfwerkzeuge. Die sind alle zu groß. Aber nur geringfügig. So, beide Lagerschalen sind raus, ging ganz gut. Man hat, ich weiß nicht, ob man sieht, durch den Dorn natürlich minimalste Beschädigung hier an der Innenseite. Aber das spielt, glaube ich, keine wirklich große Rolle. Wenn das Lager dann da drin ist, ne? So, und jetzt warte ich noch auf mein Stempelset, dass ich das morgen ordentlich eindrücken kann. Damit ist der Rest eigentlich easy peasy. Ich muss jetzt nur noch die beiden Lagerschalen einpressen und der Rest, der Simmerring, das ist gar kein Problem. Und den Rest ist einfach nur wieder zusammenbauen, ne? Lagerschalen einpressen, fertig. Und im Gegensatz zu den neuen Sprintern W906, da geht das dann nicht mehr so einfach, ne? Da brauchst du wirklich Spezialwerkzeug. Das kriegst du ja wirklich noch mit einfachen Mitteln hin, das ist gar nicht mal so übel. Gut, das werde ich wahrscheinlich bei dem Auto nie wieder machen. Aber ja gut, das hat man es halt mal gemacht. So, ich habe jetzt erstmal das ganze alte Fett rausgeholt. Ich mache das natürlich nochmal richtig ordentlich sauber, dann kurz bevor ich die neuen Lager reinmache. Und dann, tja, muss ich jetzt nur noch warten, wie gesagt, bis die Post kommt. Und dann bin ich zuversichtlich, dass das klappt. Das ist halt echt das Geile an so einem alten Auto. Da kannst du sowas, da hast du noch eine Chance, sowas selber zu machen. Das ist bei Weiben nicht einfach. Aber du hast eine Chance, ne? Und das ist schon ziemlich cool, ne? Ich hoffe dann, wenn alles fertig zusammengenagelt ist, dass es wieder funktioniert. Aber ich denke schon. Und vor allem bin ich auf die Testfahrt gespannt, ob dann das Geräusch auch weg ist. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, ich werde alles mitnehmen. Ich habe ja nur alles da, um das zu machen. Das wiegt ja auch nicht viel, das Werkzeug dafür. Ich nehme das einfach mit. Das Radlager links ist mir dafür noch zu gut, ne? Das fühlt sich genauso an wie ein neues. Also warum soll ich das jetzt rausschmeißen, ne? Nee. Erstens mal ist das eine Zeitfrage und zweitens mal, ich sehe die Notwendigkeit halt nicht, ne? Da kann ich ja gleich sagen, da machst du hinten pro forma auch gleich mit. Wer weiß, warum das kaputt gegangen ist, ne? Das kann auch ein Montagefehler gewesen sein. Das kann sein, weil rechts, die rechte Seite vom Auto ist durch Schlaglöcher und so immer viel mehr belastet als die linke Seite. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das linke die Weltreise überlebt, ist höher, als dass es kaputt geht, sag ich mal so. Und selbst wenn nicht, das kann ich auch auf dem Feld irgendwo in der Pampa reparieren, das kriege ich hin. Was ich mich halt ernsthaft frage, ob das wirklich notwendig gewesen wäre, die Lagerschalen da rauszukloppen. Die sahen nämlich noch aus wie neu, nicht eingelaufen, keine Riefen, gar nichts, ne? Also die sahen wirklich noch aus wie neu. Dann wäre das Ganze nämlich erheblich einfacher. Dann nimmst du nur die Radnarbe runter, holst den Simmerring mit dem Schraubendreher raus, setzt die neuen Lager ein, Simmerring drauf, erledigt halt, ne? So, brauchst du kein Spezialwerkzeug, ist in 10 Minuten erledigt. Das Schwierige ist ja, die Lagerschalen da rauszukloppen und neu einzupressen halt, ne? Also wenn die noch in Ordnung sind, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, die einfach drin zu lassen halt, ne? So, Abendessen in the making. Heute gibt es einfach nur ein bisschen Gemüse angedünstet mit Cordon Bleu und Rührei. Spiegelei natürlich. Das, ja, dann muss ich mich jetzt erstmal überfressen mit. Das ist einfach zu lecker. Polly, du kriegst natürlich auch was ab.
Selbstverständlich. So, die Einpresswerkzeuge sind da, die ich mir bestellt habe. Und Christian hat mir geschrieben, dass der eine 12-Tonnen-Presse hat. Da versuchen wir die jetzt mal einzupressen. Im Übrigen, ihr wisst ja, ich habe den Zündanlassschalter bei Helge getauscht. Und der ist seitdem auch immer angesprungen. Bis vorgestern. Ist er wieder nicht mehr angesprungen. Gleiches Problem. Und da habe ich auch mal, habe ich den Fehler mal simuliert und mal gehört. Und man hört den Anlasser draußen klacken. Der ist aber neu. Also vermute ich, dass das ein Kontaktproblem ist, ein Masseproblem ist. Das Pluskabel habe ich überprüft, was von der Batterie direkt an den Anlasser geht. Das ist super. Aber die Massekabel, die da am Getriebe und so weiter angeschraubt sind, die waren ziemlich verrostet. Die habe ich abgemacht, sauber gemacht, wieder dran gemacht. Und dann habe ich das Ding 40, 50 Mal an, aus, an, aus, an, aus und geguckt, ob ich den Fehler simulieren konnte. Davor konnte ich ihn simulieren und ist jetzt nicht wieder aufgetreten. So, muss man einfach mal beobachten. So, das habe ich mal mit Christian. Erstmal natürlich standesgemäß erstmal ein Bier. Zum Warmmachen. Und das sind jetzt diese Eindrückgeber hier. Und da brauchen wir genau den 72er, um das hier, das äußere Lager einzudrücken oder das innere. Und dann noch den 50er. Das müsste eigentlich mit der Presse ganz gut klappen. So, hier steht das Schmuckstück. Also hier. Eine 12, jetzt ist es kaputt. Eine 12-Tonnen-Presse. Da liegt schon unsere Radnabe. Da kommt jetzt zuerst. Vielleicht nicht so viel saufen sollen, bevor wir anfangen. Da kommt jetzt erst unsere wunderschöne Lagerschale rein, die jetzt hoffentlich richtig rum ist. Und dann haben wir hier alles natürlich schön sauber gemacht. Stimmt, das ist der Deckel und das ist die Lagerschale. So, und das werden wir jetzt gleich ordentlich versauen. So, den Teller drauf und dann kommt der Scheiß rein. Ich werde erstmal eine halbe Stunde filmen, bis ich dort unten bin. Ey, das ist krass, ne? Das ist nicht mal eine Tonne Druck und das presst schon rein. So, das Lagerschale Nummer 1 drin und das sieht eigentlich ganz gut aus. Es kommt noch der Simmering rein oder war es das schon? Jetzt haben wir den Simmering reingedrückt, bis die Presse am Anschlag war, also bis er sich nicht mehr bewegt hat und jetzt dreht sich das Lager aber nicht mehr. Das heißt, der Simmering ist zu kurz oder irgendwas, keine Ahnung. Das heißt, den alten Simmering, den werden wir jetzt wieder rausmachen. Ich habe ja zum Glück noch einen zweiten. Und den haue ich dann einfach mit dem Hammer bloß auf die Höhe rein, wo der alte war. Der Simmering, der dichtet ja nur im Prinzip zur Welle die Narbe ab, dass das Fett nicht rauskommt. Der hat ja keine haltende Funktion oder so. Jetzt habe ich gerade das Problem, jetzt bin ich nach dem Hause fahren, dass mein Licht nicht mehr geht. Ich habe ja schon seit 100.000 Kilometern hier diesen Lenkstockschalter rumliegen. Und getauscht, weil es immer noch irgendwie ging. Das ist so ein Renault-Problem. Die kosten zwar bis 15 Euro oder sowas, diese Dinger. Aber ich war immer zu faul, die mir jetzt zu tauschen. Und jetzt ist es halt dunkel geworden. Wir haben noch ewig gestanden und gequatscht. Und jetzt habe ich halt kein Licht mehr. Jetzt holt mal Christian schnell einen Torx und dann können wir den noch fix tauschen, das Licht wieder geht. Ja. So, ist drin. Geht wieder. Ja, das ist so eine Renault-Krankheit. Alle 100.000 Kilometer muss ich den Schalter tauschen, kostet 14 Euro zwei Schrauben, ist eigentlich kein Problem. Man muss es nur machen. Guten Morgen, Freunde, ich bin schon wieder fleißig. Ich habe jetzt schon mal den neuen Simmering hier eingeschlagen und ich habe auch vorsichtshalber klein das Lager ausgetauscht. Christian sagt zwar, das kann nie einen weggekriegt haben, aber ich habe ja eh zwei Sätze da und ich habe gleich das andere Lager mit reingemacht. Ich habe den Simmering hier einfach schön mit diesem Teller eingeschlagen, in meinem Set, was wir gestern auch zum Pressen genommen haben. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, jetzt kann ich alles wieder auf die Narbe bauen und mal gucken, ob es funktioniert. So, das Radlagerspiel einstellen. Normalerweise gibt es da von Mercedes eine Messuhr. Ich werde das jetzt einfach nach Gefühl machen mit meiner jahrelangen Erfahrung. Ich ziehe das jetzt hier einfach an, ganz leicht, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann mache ich noch einen kleinen Ticken mehr. Und dann fühle ich einfach, wie es läuft. Das neue Radlager geht eh relativ straff. Ne? Das heißt, wenn die Mutter locker ist, dreht sich die Narbe nicht von alleine. Das ist jetzt ein bisschen zu fest, würde ich sagen. Kleinen Tacken weniger. Ja, so finde ich, fühlt sich's gut an. So, jetzt schraube ich den ganzen Quatsch wieder zusammen. Bin mega stolz auf mich. Erste Mal Radlager selbst gemacht. Ich habe es ein kleines bisschen straffer gemacht. Thomas sagt auch, das setzt sich alles noch auf die ersten Kilometer. Und das müsste eigentlich so okay sein, denke ich mal. So, alles wieder zusammengebaut. Bin mal gespannt, wie es sich macht. So, als nächstes wird gleich noch Bremsflüssigkeit und Kupplungssystemflüssigkeit getauscht. Und zwar ohne Spezialwerkzeug.
Man fängt hinten rechts an. Die Entlüfternippel habe ich schon über Nacht eingesprüht, dass die sich gut lösen lassen. Man braucht einen Schlauch und eine Flasche. Noch einen zweiten Mann, der dann pumpt, an der Bremse quasi. Und der Ausgleichsbehälter, da saugt man schon mal, das habe ich gerade schon mal gemacht. Die alte Bremsflüssigkeit raus, macht schon mal neue rein, bis oben hin voll. Und durch das Pumpen wird das dann durchgespielt. Bei der Gelegenheit habe ich im Übrigen gleich die hässlichen Schmutzfänger noch mit installiert. Denn gerade wenn der Dreck und alles hochfliegt, das macht schon Sinn. Das knallt nicht alles unten gegen Schweller, da haut es die Farbe nicht runter. Das ist eine gute Sache. Man muss nur aufpassen, dass es dahinter nicht gammelt. Deswegen immer da schön Fett rein. Thomas hilft mir hier fachkräftig beim Pumpen. Genau, halten. Ah, guck, da kommt schon gelaufen, die Jauche. Wichtig ist nur, dass Thomas immer pumpt. Bis nichts mehr kommt, dann mache ich wieder zu den Entlüfternippel, er baut wieder Druck auf, ich lasse den wieder ab und so weiter. Ich überprüfe jetzt mal hier so einen kleinen Schluck und der hat unter 1%. Also wenn ich jetzt an die Frische rangehe, hat die auch 1%. Das heißt, wir pumpen einfach immer so lange durch, bis hier unter 1% ankommt und dann ist das auch sauber. So, das machen wir jetzt mit allen vier Bremsen und mit der Kupplung und interessanterweise, hinten kamen richtig Luftblasen raus. Ne? Also da kamen mehrfach Luftblasen raus. Das heißt, da war auf jeden Fall schon Luft im System durch diesen hohen Wasseranteil, denke ich mal. Und das würde mich nicht wundern, wenn es in der Kupplung ähnlich aussieht. Wichtig ist halt auch bei alten Autos, Kari, übernimmst du das Pumpen? Sehr gut. Wichtig ist halt auch bei so alten Autos, ihr seht ja, ich habe so ein Holzbrettchen da drunter gelegt. Und das hat einfach den Sinn, weil bei solchen alten Autos gerne mal der Radbremszylinder von innen verrostet ist, an der Stelle, wo normalerweise nicht der Arbeitsbereich ist. Man tritt ja so eine Bremse nie komplett durch. Wenn du den Entlüfternippel aufmachst, kannst du es aber komplett durchtreten, weil da quasi kein Druck mehr drauf ist. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man das ungefähr auf den Arbeitsbereich begrenzt und dann kann der Hauptbremszylinder auch nicht kaputt gehen. Ne? Das ist ziemlich wichtig. Und da muss ich auch nochmal Danke sagen an den Micha von Wir sehen uns unterwegs, weil der hat ein richtig cooles Video dazu gemacht. Das hat mir sehr geholfen, zum Beispiel auch, dass man weiß, man fängt hinten rechts an, dann hinten links, dann vorne rechts, dann vorne links. Und wie ich das mit der Kupplung mache, habe ich mir aus Foren zusammengelesen. Das kann man über den linken Bremszylinder durchspülen. Da brauchst du auch kein Spezialgerät, weil du musst bei den Sprintern die Kupplung von unten nach oben entlüften und nicht von oben nach unten. Und wie das geht, das zeige ich euch dann gleich. Ich bin so bretterndämlich, habe natürlich den Spritzschutz auf der falschen Seite montiert. Thomas ist gerade nicht da, aber ich tue schon mal selbst die alte Kupplungsbrühe ablassen. Da brauchst du eigentlich auch zwei. Mit dem Trick geht's auch allein. Einfach erstmal Druck aufbauen, reicht eigentlich eh mal zu. Und dann klemme ich hier einfach den Schlüssel dazwischen. So, dann ab das Auto. Entlüfternippel hier aufdrehen. Und dann sieht man schon, wie die Brühe kommt. So geht das auch wunderbar alleine. Jetzt erstmal nur zum Ablassen. Das mache ich so lange, bis da die Qualität wie neu ist, was da rauskommt. Und dann muss nochmal über den kleinen Trick, über den linken Bremssattel ein Schlauch gelegt werden vom Entlüfternippel zum Nehmerzylinder-Entlüfternippel. Und dann da richtig schön mit Pumpen, gleiches Prinzip wie beim Ablassen, einmal die Luft rausdrücken. So, ist alles entlüftet, aber das mit der Kupplung hat, glaube ich, nicht richtig geklappt. Ich habe aber bloß diesen kleinen Schlauch vom Bremssattel links zum Kupplungsgeberzylinder. Und irgendwann wird der Druck so hoch, dass der Schlauch einfach weggeflogen ist. Das heißt, ich glaube, wir haben das nicht bis zum Bremsbehälter ordentlich durchgedrückt, die Brühe. Kupplung, die geht zwar, die fällt nicht durch, aber mal gucken, ob die ordentlich trennt und ob das auch so bleibt. Da muss wahrscheinlich nochmal eine Presse ran, das geht so nicht so einfach. Jetzt ist mir die Sache auch klar, warum beim Entlüften, also beim Ablassen von der Kupplungsflüssigkeit dann irgendwann Luft kam und das Pedal durchgefallen ist. Der Schlauch, der von dem Kupplungsnehmerzylinder, Geberzylinder, an den Bremsflüssigkeitsbehälter rangeht, der ist sehr weit oben. Das heißt, du musst den Stand die ganze Zeit oben halten, damit das klappt. Ne? Deswegen ist da Luft reingekommen. Ne? Du musst da immer schön nachfüllen. Aber ich bin jetzt gerade mal ein Stückchen gefahren, kuppelt, schaltet, alles ganz normal, bremst normal. Ist erstmal nichts zu merken. So, ne? Falls da Probleme auftreten, weiß ich jetzt ja, woran es liegt. Und das hat auch so geil gemacht mit dem Auto. Ne? Also das geht wirklich alles relativ einfach. Man merkt, wenn man daran schraubt, das ist alles relativ einfach aufgebaut. Und ich freue mich, dass jetzt wieder ein Schritt mehr geschafft ist. Aber auch nur dank deiner guten Hilfe. Er fährt und schaltet ganz normal. Das Geräusch vorne rechts vom Radlager ist komplett weg. Könnte man ja sagen, war zu erwarten, aber es hätte ja woanders herkommen können. 1A. Und, es liegt vielleicht einfach daran, dass es gerade so warm ist, bis jetzt geht der dritte Gang ganz normal. Vielleicht war doch irgendwie ein bisschen Luft in der Kupplung. Ich mache gerade noch ein bisschen Probefahrt und habe jetzt mal die Bremsen richtig eingebremst. Auch mal von der hohen Geschwindigkeit ein bisschen stärker runtergebremst. Ich bremse ja sonst viel mit dem Motor. Ich habe ja gerade gesehen, als ich nach, was weiß ich, 500 Kilometern die Bremsen runtergemacht habe, dass da, um das Radlager zu tauschen, dass die Klötzer ja quasi noch wie aus der Packung genommen aussahen. Ne? Da habe ich jetzt die mal richtig eingebremst und in Kombination mit der neuen Bremsflüssigkeit,
Das ist unglaublich, wie gut das Fahrzeug bremst. Du musst es vorher übelst drauflatschen, dass da was passiert ist. Jetzt brauchst du die nur antippen quasi und es passiert was. Bin mega begeistert. Kupplung macht bis jetzt auch einen ganz normalen Job. Also, tja, ob da Luft drin ist oder nicht, weiß ich nicht, aber momentan funktioniert es sehr gut. So, als nächstes will ich jetzt hier unseren UV-Entkeimungswasserfilter einbauen. Dafür muss ich erstmal das ganze alte Wasser ablassen hier aus dem Tank, ne? Beziehungsweise aus dem Leitungssystem, damit hier nirgendwo mit die ganze Brühe überall hinläuft. Ne? Im Prinzip ist das Prinzip ganz einfach. Das Teil kommt einfach direkt nach der Wasserpumpe, quasi wird einfach dazwischen geschalten. Und jedes Mal, wenn Wasser durchfließt, geht hier eine UV-Lampe an und entkeimt das Wasser. Du kannst damit natürlich kein Brackwasser von dem See ansaugen, weil du natürlich dann Schwebstoffe und sowas drin hast. Aber sofern wir immer klares Wasser irgendwo bekommen, können wir das ja einfach durchschicken und haben dann wirklich keimfreies Wasser im ganzen Auto. Zusätzlich werden wir noch einen Aktivkohlefilter an den Wasserhahn anschrauben, so einen ganz normalen Haushaltsaktivkohlefilter, und da können wir das Wasser auch trinken. Die Kombination Aktivkohle und UV-Lampe ist die platzsparendste, leichteste Variante aus meiner Sicht, um brauchbares Trinkwasser herzustellen. Ne? Wie gesagt, keine Segmentfilter drin, das heißt, du musst wirklich klares Wasser reinfüllen, aber dann hast du auch keine Probleme. Und ich hatte jetzt keinen Bock, hier eine riesen Segmentfilteranlage und blau und so einen ganzen Scheiß einzubauen. Eigentlich müsste das alles ganz einfach sein. Ich will den hier unten so hinpacken. So hier die Wand irgendwie dran. Und dann muss ich einfach nur quasi hier dazwischen gehen. So, erstmal alles Highlife angeschlossen und verkabelt. Ich schalte jetzt mal die Druckwasserpumpe ein. Wir gucken, ob alles dicht ist. Und ob dann auch an dem Teil die Lampe angeht, dass die quasi ab dem Punkt, wo die Pumpe läuft, Signal bekommt und entkeimt. Dicht scheint schon mal alles zu sein. Oh ja, guck, die grüne Lampe da hinten ist an. Und sobald die Druckwasserpumpe ausgeht, müsste auch die grüne Lampe ausgehen. Da scheint auch alles dicht zu sein. Das ist so richtig gut gemacht mit den Anschlüssen, ne? Sehr einfach zu installieren. Damit müssten wir jetzt schon entkeimtes Trinkwasser haben. Muss die ganzen Kabel noch schön verlegen und ein bisschen mit Kabelbinder festmachen und dann war es das eigentlich. Ich habe euch das Teil mal unten verlinkt. Ich habe lange recherchiert. Ich denke, das ist somit ziemlich das Beste, was man sich UV-lampenmäßig einbauen kann. Ich habe das natürlich selber bezahlt. So, jetzt müsste die Pumpe eigentlich gleich abschalten. Dann müsste die Lampe sofort ausgehen. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Scheiße, die geht nicht aus. Ah doch. Na guck, jetzt ist er aus. Ah, und signalisiert Bereitschaftsmodus. Perfekt. So, Freunde, würde ich mal sagen, das war's hier an dieser Stelle mit dem Video. Jetzt bin ich eigentlich fast fertig an Helge. Es ist nur noch Kleinkram. Wir haben auch nur noch 3 Wochen, bis wir losfahren. So, den Kleinkram schaffe ich auch noch. Da gibt es noch viele Behördentermine zu erledigen. Das mit den Visas ist alles nicht so einfach. Ich habe noch eine OP vor mir. Es gibt noch einiges zu erledigen. Wir haben uns trotzdem den 1.6. als Starttag gesetzt. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich wollte noch einen Stream machen, es tut mir leid, ich habe es einfach nicht geschafft. Ne? Ich habe voll an den Radlagern festgehangen und es war mir auch wichtig, dass das noch erledigt ist vor der Losfahrt, dass möglichst wenig übrig bleibt, was kaputt gehen kann und dass natürlich noch genug, was bei der alten Karre unterwegs kaputt gehen kann. Halt, ne? Aber das werden wir sehen. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ich will auch mal Tschüss sagen. Sag mal Tschüss sagen, du dickes Gerät. Ne?